Nein! Ich will nicht sterben! Schweig! Deine Worte bedeuten hier nichts. Dein Blut begleicht die Forderung des Königs. Dein Opfer wird seinen Fluch aufheben. General Baladur, vergebt mir, Herr. Der König verlangt eure Anwesenheit. Die Götter sind gnädig. Vorerst. Ich kümmere mich später um ihn. Schafft ihn weg. Du hast Glück, Guter. Glück? Nein. Kein Glück für diese Hunde. General, wir sollten hier weg. Der König, sein Wahnsinn wird uns alle verschlingen. Der Tempel ist verflucht. Eher sterbe ich an diesem Ort, als dort draußen der Pest anheimzufallen. Wir haben unsere Befehle. Der Mondgott schickt dich, um mein Reich zu zerstören. Ich weiß es, Mädchen. Ich sehe alles. Sieh dich nur um. Wiegt diese Halle denn nicht alle meine Sünden auf? Schätzen die Götter diesen Ruhm nicht? Die Guter kommen, General. Der Mondgott schickt eine Armee, uns zu zerstören. Ich sammle sofort unsere Streitkräfte. Gut. Kunde von dort unten? Das sind hunderte Gefangene, mein König. Ihr Opfer wird Zeit brauchen. Zeit haben wir nicht mehr. Sei es drum. Das Blut dieser Armee wird den Sand tränken. Das Opfer wird erbracht werden. Fangt mit der hier an. Sagt mir, General, erinnert sie euch an jemanden? Mein König? Gemahnt sie nicht etwas an eure eigene Tochter? Wie alt wäre sie jetzt? 18. 18? Diese Pest ist eine solche Tragödie. Tötet sie. Mein König. Sollten wir sie nicht lieber am Leben lassen? Sie ist ein feindlicher Späher. Wir erfahren mehr über ihre Pläne. Nein. Jeder Tropfen Blut ist ein Schritt zur Erlösung. Sie muss sterben. Ihr habt zu lange nur die Schafe im Kerker getötet, Balatu. Ihr schwächelt schon. Nur ein Mädchen. Nichts als ein Mädchen. Ein Mädchen? Ich sehe nur einen Guter-Dämon. Wenn ihr nicht in meinem Namen töten könnt, dann werdet ihr für ihn sterben, General. Kämpft gut. Thank you.
Götter, gib mir Stärke. Wir wurden verflucht. Unser König hat uns verflucht. Wir dachten, ihr wärt der Fluch. Das war falsch. Mein Herr stürmte den Tempel in Nippur. Er baut diesen Tempel, um Buße zu tun. Aber die Götter erhören ihn nicht. Und nun ist auch er verstummt. Auch nach dem Tod meiner Tochter sah ich es nicht. Ich folgte einem Narren zum Abgrund. Sein Ruin ist nicht unserer. Das ist dein Tempel. Was können wir tun? Da ist ein Weg durch die Katakomben. Dir soll ich vertrauen? Du hast keine Wahl. Akada! Warte! Hilf mir damit. Mir nach. Durch das Grab geht es raus. Grab? Ja, für die Erbauer, die fertig sind. Komm. Nur eine Ratte. So viele Tote. Für nichts. They died in vain for a mad king. Thank you.
Unsere eigenen Handlungen verdammen uns. Warum hat er den Tempel geplündert? Es sind doch immer die gleichen Gründe. Für Gold, für Ruhm. Aus Gier. Hier, hilf mir damit. Du zuerst. Wir sind hier sicher. Du zuerst. Was ist das für ein Anhänger? Die Geschichte von Gutium. Ihr Akkada habt hart gekämpft, um ein Volk auszulöschen. Aber ihr solltet wissen, unsere Geschichte beginnt erst. Wie kommen wir hier lebend raus? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wir helfen einander. Es gibt immer Hoffnung. Was? Hier drüben. Lauf! Ich weiß. Akkada! Es gibt kein Entkommen. Uns bleibt nur eins. Gemeinsam kämpfen. Nein! Wenn wir beide fliehen, sterben wir beide. Zieh dein Schwert!
Won't you spare me over till another des Abgrunds. Ihr Überleben hängt von ihren Entscheidungen ab. Ihre Entscheidungen führen sie. Finden sie den Weg zur Erlösung? Oder verlieren sie sich im Dunkeln auf ewig? Ich möchte offen sein. Sie werden äußerst schwere Entscheidungen treffen. Diese werden das Leben anderer beeinflussen. Was diese Entscheidungen bringen, wird sich zeigen. Mit der Zeit. Schön, Sie wiederzusehen. Sie sind bestimmt schon ungeduldig. Also gut, wir wollen beginnen. Wie Sie bereits wissen, bin ich der Kurator, der Bewahrer der Geschichten. Meine Aufgabe ist es, alles aufzuzeichnen, was Sie tun. Jede Entscheidung und jeden Fehler, den Sie machen. Das ist meine Bibliothek. Sie steckt voller unerzählter Geschichten. Geschichten über Freunde und Feinde, Treue und Verrat, Leben und Tod. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu helfen. Obwohl ich die Regeln ab und an schon etwas beuge. Es ist außerordentlich mutig, sich allein ins Unbekannte zu wagen. Oder sehr töricht. Doch vielleicht steckt mehr in Ihnen als gedacht. Ich möchte Ihnen einen Rat geben. In der Geschichte begegnen Ihnen diverse Bilder. Bilder, die einen möglichen Ausgang andeuten. Ich schlage vor, Sie schauen genau hin. Denn sie könnten auf eine unglückselige Zukunft hindeuten. Doch leider
bleibt uns keine Zeit mehr. Wenn wir uns wiedersehen, erfahren wir, wie sie sich schlagen. Oder scheitern. Mies. Willkommen im Camp Slayer. Sie sind früh. Tut mir leid für die frühe Ankunft, aber die Zeit drängt. Verstehe, Colonel. Wir sind froh, dass Sie hier sind. Die Technik für die Präsentation steht. Wir warten auf Nachricht vom CO. Dann geht's los. Das sollten Sie lesen. Nicht gehört? Ihr habt einen neuen König. Sieht so aus. Und Sie sind? Meine Assistentin Clarice Stokes. Dr. Clarice Stokes. Kolchak. First Lieutenant Kolchak. Na? Besprechungszimmer? Schon genug? Das könnte unser letztes Mal sein. Nach den Ereignissen am Checkpoint. Ich dachte, das war's. Die letzten Wochen, du hast mir gut getan. Wer weiß, wo ich ohne dich wäre. Rachel King? Colonel King ist auf dem Stützpunkt, Ma'am. Er ist gleich im Besprechungszimmer. 5 Minuten. Fuck, er ist da. Zu früh. Dein Ehemann? Solltest du es ihm nicht mal sagen? Los, zieh dich wieder an. Rachel. Erzählst du es ihm jetzt oder nicht? Du und Eric seid seit einem Jahr getrennt. Was da auch war, es muss vorbei sein. Ehrlich. Wir sollten das auf Eis legen. Auf Eis? Wie? Einfach so? Und dann was? War es das? So läuft das? Genau so läuft das. Mein Mann ist hier. Herrgott, Nick, wie soll es denn sonst laufen? Wir müssen... Klingt wie ein Befehl, Ma'am. Versteh schon. Klar. Shit. Noch ist alles ein wenig chaotisch hier. Der Stützpunkt wird erst eingerichtet. Das haut mich um. Vor ein paar Wochen hat Saddam es sich hier gut gehen lassen. Hat Schokoriegel verputzt, während er eine Pediküre genoss. Hübsches Bild. Ah, wenn er nur wüsste, wie es jetzt hier aussieht. Gefällt mir. Wir haben die CIA, wir haben die Army, die Marines, DIA, die Air Force. Hey, alle sind dabei. Jeder will ein Stück Geschichte. Gott schütze Amerika. Keine Ausdauer ohne Schmerz.
Ich bin zu allem bereit. Die Iraker sollten beten. Hallo, alter Mann. Schön weiter trainieren. Hey, mach doch mit. Vielleicht lernst du ja noch was bei mir. Später. Wir haben Besuch. Naja, wenn die Süße hier mal sehen, wie ich ins Schwitzen komme. Komm doch näher, Kleines. Von hier sehe ich mehr als genug, danke. Ignorieren Sie Corporal Mervins schlechte Manieren. Jede Einheit hat wohl ihr eigenes Arschloch. Sergeant Kay. Das ist Lieutenant Colonel King. Ich bringe ihn ins Besprechungszimmer. Ja, bereite mich vor. Wir sehen uns dann, Marine. Und was ist sein Problem? Ah. Nick ist nicht mehr er selbst. Vor ein paar Wochen gab es einen Schusswechsel. Ein Zivilist starb. Das setzt ihm zu. Kommt er klar? Er schafft das, Sir. Er ist bereit. Joey, die haben dich schon. Hinterm Schreibtisch fängt man sich nicht so viele Kugeln ein. Und das ist der berühmte Satellitentyp. Der berühmte Satellitentyp. Eric King. Lieutenant Colonel Eric King. Gib dem Colonel vollen Zugang. Fuck. Sir? Ich sag Ihnen, wenn die Queen Bitch Wind davon bekommt, dann flippt sie aus. Sie sprechen da von meiner Frau. Das wusste ich nicht, tut mir leid. Toll, Hitzkopf. Sir, es tut mir leid. Rachel hat nie einen Mann erwähnt. Wir haben getrennt gearbeitet. Sie ist jetzt die Queen Bitch. Ist aufgestiegen. Falls es hilft. Für uns ist das sowas wie ein Kosename. Gut. Schließen wir euch an. Hoffentlich reicht die Bandbreite aus. Den Technikkram machen Sie. Und die Schlepperei machen Sie. In Ordnung, Lady. Was ist das hier eigentlich? Ein alter Ballsaal? Ja, genau das ist es. Saddam hat wohl gern das Tanzbein geschwungen. Und wenn eine Tanzpartnerin gestolpert ist, hieß es, ab mit dem Kopf. Würde mich nicht wundern. Vielleicht lasse ich sie mal führen, wenn wir hier durch sind. Solange sie nicht stolpern. Colonel King. Mrs. King? Eric, das ist mein Team. Das ist jetzt mein Team. Was redest du da? Ich habe direkten Befehl von CENTCOM, die Taskforce zu übernehmen. Autsch. Ist das dein Ernst? Natürlich, du kennst mich doch. Lieutenant Kolchak, wären Sie so nett? Das ist von SOC Central. Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt. Ich brauche Netzwerkzugang. Wer ist das? Das ist Dr. Stokes. Ich habe alle Freigaben erteilt. Aber natürlich. Okay, gut. Jetzt weiß ich auch Bescheid. Dr. Stokes, bereiten Sie die Präsentation vor.
Du hast was gefunden? Was zur Hölle? Ist das moderne Kunst? Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos-Programm. Und das soll mir irgendwas sagen? Ein thermisches Satellitensystem, das ich protegiert habe. Oh, beeindruckend. Dann protegieren Sie. Benehmen Sie sich immer so, Corporal. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Nichts für ungut. Nun gut. Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Aber das muss natürlich noch näher untersucht werden. Wir haben dich, du Hundesohn. CENTCOM hat grünes Licht für den Zugriff und die Beschlagnahmung aller Waffen gegeben. Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der republikanischen Garde. Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen. Es ist Eile geboten. Die Army nimmt uns in ihren Helis mit. Bei Ankunft führt Lieutenant Kolchak den Sturm auf das Lager an. Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch. Aufgepasst! Es gab einen Führungswechsel, aber das hat am Wert von Rachels Missionsverständnis und Ortskunde nichts geändert. Sie fliegt mit uns und wird so respektvoll behandelt wie zuvor. Gibt es Fragen? Worauf warten wir noch? Bereit! Das ist Stammesland da draußen, Colonel. Machen Sie sich nichts vor. Das sind Wilde. Bekommen wir Luft? Vögel lassen uns auffliegen. Schnell rein, schnell wieder raus. Das hat deine Mama auch zu mir gesagt. Hey, Vorsicht, Junge. Hätte ich nicht schnell rausgezogen, wäre ich jetzt dein Papst. Okay, das reicht, Mervyn. Sir, was meinen Sie? Die Luftunterstützung soll sich erstmal zurückhalten. Unsere Vögel fliegen unter dem Radar. Das Lager ist im Sagrosgebirge. Wir haben ausreichend Deckung. Wir halten uns bis zur Sicherung bedeckt. Melden wir uns binnen 24 Stunden nicht zurück, startet CENTCOM eine Rettungsmission. In der Zeit kann eine Menge passieren. Jetzt sei kein Weichei. Ich meine ja nur. Deswegen führen wir Krieg. Deswegen stehen wir jeden Morgen wieder auf. Denkt daran, Ladies und Gentlemen. So halten wir Saddam vom Einsatz dieser Waffen ab. Wir fliegen in einer Stunde. Wegtreten. Clarice, helfen Sie mir mit den Geräten. Bin dabei. Ich weiß nicht. Hier stimmt was nicht. Ich habe so ein komisches Kribbeln im Nacken. Ah, Süßer. Eine Massage wird das schon wieder richten, oder? Ich mein's ernst. Ich hab da ein mieses Gefühl. Das kommt davon, wenn du zu viel mit Eric rumhängst. Können Sie irgendwas tun? Ich lade die neuen Satellitendaten runter. Offenbar brauchen Sie kurz Zeit allein. Danke, Clarice. Ich bin besorgt. Und? Das Team kennt sich doch kaum. Und du willst sie 500 Klicks weit in ein Banditengebiet hineinschicken? Voreilig. Sie sind noch nicht mal annähernd bereit. Sie sind doch Force Recon, oder nicht? Bereit zu sein ist ihr Job. Keine Zeit für Planänderungen. Nur so kommen wir wieder nach Hause, Rachel. Denk noch mal drüber nach. Nein. Meine Entscheidung steht fest. Hör zu. Deine Operation zu übernehmen war nicht meine Entscheidung. Rach. Das ist es. Endlich, nach so vielen Jahren Arbeit. Das ist es. Es geht hier nicht um uns, Eric. Ich will einfach, dass es wieder so wird wie früher. Was wir hatten, es lief nicht so toll zwischen uns. Wir haben viel erlebt. Viel Schlimmeres. Bitte, Eric. Wir reden, wenn wir Zeit haben. Und nicht hier.
Und nicht so. Du trägst noch deinen Ehering. Hey! Vorsichtig damit! Oh Mist. Sorry. Was ist denn in der Zauberkiste? Fuck, was ist das? UV-Licht. Wir suchen damit nach Sprengstoffen. Darf ich mal? Nein! Wie lange noch für den Download, Clarice? Ich brauche ihn schnell. Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Download läuft noch. Gut, ich prüfe mal die Satellitenkarte. Nicht die beste Bandbreite. Es wird schon reichen. Können Sie das unterzeichnen? Hä? Die Ausrüstungsfreigabe. Bitte. Oh, klar. Prüf die Geräte. Und zwar doppelt. Ja, verstanden. Denkst du, wir sacken Chemie-Ali hier ein? Wenn er in der Nähe ist, schnappen wir ihn. Dann lohnt sich das Risiko fast. Fast? Ich würde trotzdem lieber am Schreibtisch sitzen. Wenn's hart wird, holt uns wenigstens die Luftunterstützung raus. So weit kommt es ganz sicher nicht. Wenn du meinst. Überrascht sie das? Wozu brauchen wir dieses Zeug, verdammt? Wir müssen mobil sein. Wir brauchen die Ausrüstung. Die Anlage ist unterirdisch, vielleicht noch nicht fertig gebaut. So ist es sicherer. Ich soll mich sicher fühlen? Was denn, Corporal? Haben Sie Höhenangst? Bitte. Ich gehöre zur Force Recon. Wir trainieren Fallschirmsprünge aus großer Höhe. Mit niedriger Öffnung. Extrembedingungen, bei denen die meisten Typen nach ihrer Mama schreien. Sie haben eine große Klappe. Hoffentlich steckt was dahinter, Marie. Klettausrüstung. Typisch Bürokrat. Wir haben Sprengstoff, Blendgranaten, WP. Nick, hörst du überhaupt zu? Ja, Sprengstoff, Blendgranaten, weißer Phosphor, hab's gehört. Gut. Konzentrier dich. Ist es das, was ich denke? WP, Sir. Weißer Phosphor? Ist aber nur für den Rauch, sonst nichts. Die setzen wir nur zur Deckung ein. Verstanden? Verstanden. Nicht vergessen, Saddam verstößt gegen die Waffenkonvention. Wir nicht. Thank you.
Download fertig. Los zu den Helis. Was? Was? Du willst mich was fragen. Das kann ich dir genau ansehen. Was hältst du von ihm? Ich nehme an, du meinst unseren neuen CEO? Netter Typ. Aber hier draußen bringt nett nichts. Was hältst du von ihm? Wirkt irgendwie abgelenkt. Zane! Einer geht! Zane? Araf. Sehen? لسه ما كبرش من الخرافات دي.